Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Kanzleramt an der Pforte D. Wo ist eigentlich mein Kollege Herr Bölk? Ist ja irre. Wahrscheinlich ist er bei Frau Merkel, muss ihn mal ganz, ganz fest in den Arm nehmen. Die Merkel hat es wirklich nicht leicht. Nein, die kleine demokratische Angela ist umringt von autokratischen Männern. Trump, Putin, Erdogan. Die nennen sich ja schon heimlich drei Männer und ein Baby. Ich glaube, wenn einer dieser Herren kalt lächelnd zu einer demokratischen Konferenz dazu stößt, dann fühlen die anderen sich wie bei einem Kindergeburtstag, wenn gerade der pädophile Onkel reingekommen ist. Ja? Also Donald Trump, man muss sich das vorstellen. Der Washington Post, die hat gerade ausgerechnet, dass er während des Beginns seiner Amtszeit pro Tag 4 Lügen verbreitet hat. Ja, also Donald Trump ist so eine Mischung aus Benjamin Blümchen und Stalin. Ja, also der trötet unkontrolliert was raus, hat aber immer die Hand auf dem Atomkoffer. Ein Präsident, der sich bei Fox News informiert. Eine Studie hat schon vor Jahren rausgebracht, Menschen, die regelmäßig Nachrichten bei Fox News schauen, wissen weniger als jemand, der gar keine Nachrichten sieht. Das ist wirklich wahr. Ja? Ja. Das heißt, wenn Sie sich bei Fox News informieren, ist es der sicherste Weg, um bei Wer wird Millionär an der 50-Euro-Frage zu scheitern. Ja? Und jetzt macht auch noch der heilige Martin aus Würselen unserer Angela das Leben schwer. Ja, um die Wahl zu gewinnen, muss sie emotional werden. Oh, das ist für Frau Merkel natürlich ein Riesenproblem. Ja klar, ich meine, der Martin Schulz hat bei seiner Antrittsrede als Kanzlerkandidat der Standing Ovations bekommen. Frau Merkel schafft das nur, wenn sie kurz vor Ende der Rede die Stühle wegräumen. Oh! Ja, guten Abend. Guten Abend, Bürger und Bürger. Ist gut. Guten Abend. Der Pförtner, Sie sehen, der Pförtner ist die tragende Säule dieser Demokratie. Herr Frohwien, packen Sie bitte mal mit an. Ach, auf einmal soll ich Ihnen wieder helfen? Wie oft haben Sie zu mir gesagt, ich wäre nicht mehr tragbar? Ja, dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft mit Björn Höcke. Könnten Sie bitte mit anfassen? Ich kann das doch nicht alleine schleppen. Soll ich das machen? Ja, natürlich. Sonst wären wir ja zu zweit. Und zu zweit sind wir schon eine Schlepperbande. Ja, schön. Ja. Und den will Frau Merkel den Boden entziehen. Wo denn? Na, in Libyen, in Tunesien, in Marokko. Ich finde es immer gut, wenn man die Frösche bittet, den Sumpf trocken zu legen. Ja. Was soll das denn überhaupt sein? Was? Das hier, das ist wahrscheinlich eine Guillotine. Das ist ein Gastgeschenk von Erdogan. Zum Tag der Menschenrechte. Tag der Menschenrechte ist im Dezember. Das weiß der Erdogan doch nicht. Der merkt ja erst, wenn er selbst hinter Gittern sitzt, dass er es mit seiner Verhaftungswelle ein bisschen zu weit getrieben hat. Oh. Guck, was ist das? Frohwien, ich glaube, das ist ein Thron. Aha, kommt Putin zu Besuch. Ja. Und im Gegenzug lädt Putin dann Angela Merkel ein zu Putins nächster Militärparade. Ah, nach Moskau? Nee, nach Berlin. Aha. Ah, hier ist noch eine Betriebsanleitung. Also, ist falsch rum. Hier. Anleitung zur Intronisierung. Frohwien, ich hab's geahnt. Frau Merkel lässt sich intronisieren. Ach, kommen Sie, Herr Bölk, nachher behaupten Sie noch, sie wird Kaiserin oder Zarin oder Sultan. Naja, Sultan kann sie ja nicht werden, nicht? Ist ja eine Frau. Naja, dann halt Sultanine. Ach ja, das ist sehr schön. Also wirklich, Herr Bölk, ganz ehrlich. Das war wirklich. Intronisation, Sie stehen auch vor der Rolltreppe und zählen die Stufen. Ja. Und Sie sind dümmer, als ich aussehe. Mensch, Sie müssen doch mal die Zeichen erkennen. Die Zeichen, das ist Merkels Kommandozentrale. Das läuft hier alles auf einen Militärputsch hinaus. Glauben Sie es mir. Angela Merkel, die Gräfin Stauffenberg von der Uckermark. Ja, natürlich. Und ab morgen trägt sie eine Augenklappe und stellt mit ihrem steifen Arm eine Aktentasche mit Dynamit unter den Schreibtisch. Ach bitte, Herr Böck, gegen wen soll sie denn putschen? Gegen sich selbst? Gegen das Establishment. Frau Merkel ist das Establishment. So, na ja gut, eine gute Staatsfrau putscht ohne Ansehen der Person. Komm. Soll ich Ihren Arzt rufen? Ja, ich habe meine Tabletten nicht mit, aber ich habe jetzt zu tun. Hier, gucken Sie mal. Hier hat Markus Söder eine E-Mail an Frau Merkel geschickt und fragt an, wo er seine maßgeschneiderte Uniform hinschicken soll. Ah, wie sind Sie denn an diese E-Mail gekommen? Na, das kommt alles hier auf unseren Servierer. Server. Ja, das auch.
sind alles fehlgeleitete Mails. Hier fragt ein Hauptmann an, wo er sein Bataillon im Kanzleramt unterbringen kann. Ach, also entschuldigen Sie mal bitte, Frau Merkel ist von der Alleinherrscherin so weit entfernt wie die Dortmunder Südtribüne von einem buddhistischen Schweigetempel. Ja, nun glauben Sie mir doch, nach der Sultanisierung von Erdogan, der Zarifizierung von Putin und wie nennt man das bei Trump? Twitterisierung. Ja, Twitterisierung. Ja, da kommt jetzt eben die Mutifizierung von Merkel. Frau Merkel hat gesagt, sie will die Fackel der Demokratie hochhalten. Ja, deshalb sagt ja auch Sarah Wagenknecht diesen Armleuchter. Und wenn sie jetzt auch noch die SPD verliert, dann hat sie keinen Bündnispartner mehr. Wieso? Sie hat doch noch Horst Seehofer. Ach, dieser Weißwurstpopulist, der ist doch ein Fan von Donald Trump. Der hat sich sowas von gefreut und er war begeistert darüber, wie schnell Trump seine Wahlversprechen wahrmacht. Ja klar, weil er am liebsten auch selbst sofort eine Mauer bauen würde. Nach Österreich. Ach doch nicht nach Österreich, nee. Nach Restdeutschland, und das will die Merkel sogar. Die will eine Mauer haben, dann, wenn die Mauer steht, dann kann sich dahinter hinsetzen als Freifrau Angela Dorothea von Mecklenburg und Vorpommern. Und dann kann sie in Ruhe dort ihre Demokratur aufbauen oder eine Diktatur wegen mir. Sie sitzt auf dem Thron, daneben der Merkelrat. Die Indizien sind eindeutig. Bitte, Herr Bölk, Deutschland wird keine Diktatur. Doch. Selbst wenn Ihre Theorie stimmen würde, wie können Sie denn da so ruhig bleiben? Herr Provin, ich komme aus einem Staat, das wissen Sie, wo der mal war. Und da waren wir es gewöhnt, dass wir alte Leute haben sich lange an ihren Posten festgehalten. Erster Tagungsordnungspunkt bei jeder Politbürositzung der SED hieß Hereintragen des Präsidiums. Ich kann es schon nicht mehr hören. Und die Obristen hierzulande werden auch bald merken, dass sie ihre Zeit schon lange abgelaufen ist. Was ruft ein Skelett, wenn ein Leichenwagen vorbeikommt? Hallo, Taxi! So. Herr Böll, eine Merkel-Diktatur, das kann nicht funktionieren. Doch, sie braucht erstmal einen Feind, einen Popanz. Der Erdogan hat auch seine Kurden und diese Gülen-Leute. Na ja, eben, wen sollte sie denn als Kurden nehmen? Gut, die Sachsen vielleicht. Ja? Ja. Ja, die leben hinterm Berg und sprechen eine sehr, sehr seltsame Sprache. Nein, dann lieber die Sorben. Die sind weniger nicht so gefährlich und sprechen Polnisch rückwärts. Und dann könnte sie auch noch gleich die PKK von Ostelbien in den Knast bringen. Die PKK von Ostelbien? Die Linkspartei. Och. Und die Linken aus dem Westen könnte sie auch gleich noch einkassieren. Ja, natürlich, Oskar Lafontaine, ein sorbischer Terrorist, ein Saarlandfist. Schon wer im Besitz von einem Glas Spreewaldgurken ist, der kann eingeweckt werden. Reingesteckt werden in den Knast. Hier, in den Knast. Baff, weg. Ich glaube das nicht, was Sie da entwerfen. Aber gut, meinetwegen. Also, wer wäre denn dann Ihr Gülen? Friedrich Merz. Ach, Friedrich Merz, den kennt keine Sau mehr. So. Und viel weniger Angela Merkel. Außerdem, der Gülen lebt in den USA. Ja, von der Türkei aus gesehen ist das der Arsch der Welt. Friedrich Merz lebt im Sauerland. Ja, stimmt. Das Sauerland ist nicht der Arsch der Welt. Nee. Obwohl, man kann ihn von da aus riechen. Ach. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Putsch hier von der Merkel ganz anders ablaufen wird als bei Erdogan. Die wird ihre Feinde ganz diskret verschleppen. Und dann werden die Medien gegrillt von Steffen Hensler. Ja. Folter ist in Deutschland verboten. Na gut, dann totgekocht von Horst Lichter. Ein Träumchen. Und es wäre... Und es werden auch keine Militärs auf den Straßen patrouillieren. Nein, natürlich nicht, nur Frauenbeauftragte in verschiedenfarbigen Hosenanzügen. Ja, Mann. So können sie die Bürger viel besser überwachen. Jedem Journalist wird untersagt, bei Androhung der Todesstrafe irgendwelche Ratsmitglieder von der Merkel zu befragen nach Geldumschlägen und Doktorarbeiten. Dann wird Angela Merkel eine neue Verfassung verfassen. Die Mutti-Verfassung. Dann kriegen wir eine neue Fahne, nicht mehr der Bundesadler, sondern die Raute. Und dann kriegen wir eine neue Hymne mit Text. Auferstanden aus Ruinen und der Mutti zugewandt. Herr Pölk, wie geht's denn weiter? Hemmungslos an die Macht. Lasst uns ihr zum Guten dienen, Deutschland, heilig Merkeland.
Fehler. Fehler. Ich bin mitten in meiner Hymne. Ach, ich bin mitten in. Da, 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 da. Es geht überhaupt nicht darum, neues Zeug zu erfinden. Es geht darum, dass wir unsere alten Symbole an die Leute kriegen. 1 Million fremde Menschen sind im Land. Die müssen integriert werden in das, was wir schon haben. Deswegen sagen ja viele Politiker, die fremden Menschen bei uns, Syrer, Pakistani, die ganzen Flüchtlinge, die sollen das Grundgesetz lesen. Ich bin absolut dafür, dann hat es in diesem Land wenigstens irgendjemand gelesen. Es ist auch so. Es ist... Schauen Sie, viele sagen jetzt auch, die sollen alle Deutsch lernen. Und das ist für uns Kabarettisten, wir stehen da in einem Dilemma, weil wir immer verschrien werden. Und das heißt immer, ja, ihr seid so links und ihr wollt gar nicht, dass die Deutsch lernen. Wir sollen lieber Afghanisch lernen, bevor die Fremden irgendwie Deutsch lernen. Ich bin nicht so. Ich will, dass fremde Menschen bei uns im Lande Deutsch können. Aber ich will auch, dass Deutsche Deutsch können. Und das ist sehr, sehr schwierig manchmal. Und wenn wir jetzt von fremden Menschen verlangen, dass sie sich integrieren, verlange ich, dass wir unsere Kultur können und die müssen wir üben, weil manchmal beißt es aus. Jetzt bitte ich Sie, ganz kurz sich von den Plätzen zu erheben. Das ist kein Witz, ich hole Sie nicht auf die Bühne, ich bin ganz brav. Einfach ganz kurz mal aufzustehen. Es passiert nichts, ich beiße nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So. Einfach, wir haben uns versammelt, das wissen Sie noch nicht, um heute unsere Kultur zu üben. Mir einfach nachmachen, in 10 Sekunden ist alles vorbei. 3, 4. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Sie haben es gemerkt. Es sitzt noch nicht so ganz. Das ist unsere Hymne. Ich bitte Sie, wir haben nur eine Strophe, die sollen wir wirklich können, wenn sich Fremde jetzt in unsere Kultur integrieren. Schauen Sie, wir haben es wirklich leicht. Es gibt Länder, die haben echt Probleme mit der Hymne. Warum? Weil sie so viele Strophen haben. Wir haben eine klitzekleine Hymne. Eine klitzekleine. Schauen Sie, welches Land hat die meisten Strophen in seiner Nationalhymne? Das kennen Sie, das ist Griechenland. Es ist die pure Wahrheit. Griechenland hat im Original seiner Nationalhymne 154 Strophen. Das erklärt so viel über die griechische Wirtschaft. Naja, auf der anderen Seite, wir brauchen auch nicht stolz sein auf unsere Hymne. Vielleicht hat das da aus Ihrem Gesang schon entgegen. Weil unsere Nationalhymne mit Deutschland nichts zu tun hat. Null, niente, nothing, überhaupt. Natürlich, der Text ist deutsch. Aber von wem ist dieser Text? Das ist ja nicht von einem deutschen Dichter oder Denker. Was war denn dieser Mann? Das war August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der hat ja keinen Beruf gehabt, der angesehen war. Pilot, Chirurg, Rechtsanwalt. Was war dieser Fallersleben? Deutschlehrer. Wenn Pädagogen im Publikum sind, sie sind wertvolle, gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft. Aber sie sind Deutschlehrer. Sie sind halt nicht angesehen. Also bei Schülern halt nicht, ja? Jetzt kann man natürlich sagen, der Fallersleben hat deutschen Geist eingeatmet an der Lorelei, da hat es getextet. Nein! Wissen Sie, wo Fallersleben unsere Hymne getextet hat? In England. In England, auf Helgoland. Das war damals britisch. Weil Lehrer natürlich, wie, warum war er da? Weil Lehrer viel zu viel Ferien haben und ständig ab. Nein! Das war sicher ein schulpädagogisch wertvoller Ausflug dorthin. Egal, er hat kein Geld mehr gehabt und was macht er? Verkauft unsere Nationalhymne. An wen? An die Engländer. Jetzt haben wir eine Hymne, aber in England. So, wir kaufen sie zurück, jetzt haben wir noch keine Melodie gehabt. Ehrlich gesagt, eine Melodie, also braucht eine Hymne schon. Eine Hymne ohne Melodie, das ist Sprechgesang, das ist das, was Sie gerade versucht haben. Wir haben tolle deutsche Komponisten gehabt, Beethoven, Brahms, Liszt etc., aber keine wollte die unsere Hymne vertonen. Niemand, die haben gesagt, na, ich muss weg, ich habe keine Zeit, ich muss Kinder vom Kindergarten abholen. Wer hat unsere Hymne vertont? Josef Haydn, ein Österreicher, so ein Pickelscheißer. Und die Höhe war, er hat nicht einmal für unsere Hymne sich hingesetzt und etwas Neues komponiert. Haydn hat eine Melodie genommen, die er schon längst gehabt hat. Er hat die Schublade aufgemacht. Und was ist unsere Nationalhymne in Wahrheit? Die österreichische Kaiserhymne. Gott erhalte Franz den Kaiser. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nach den letzten Enthüllungen bei der FIFA, Gott erhalte Franz den Kaiser. Kommt nicht in Frage. Nur.
dieser Österreicher war nicht mal Österreicher, dieser Kaiser, sondern ein Italiener, der in Florenz geboren ist. Ahnen Sie, was unsere Hymne wirklich ist, auf die wir stolz sein sollen? Von einem Deutschlehrer getextet in England, an die Engländer verschachert, mit einer ausgelutschten österreichischen Melodie versehen, die für einen Österreicher, der aber in Italien geboren ist, komponiert war. Und das ist nicht das Ende der Geschichte unserer Nationalhymne. Wissen Sie, was unsere Hymne in Wahrheit ist? Denn der Josef Haydn hat für seinen Kaiser keine Melodie neu komponiert, er hat sie geklaut. Unsere Hymne, die in Wahrheit die österreichische Kaiserhymne ist, ist im Ursprung von der Melodie her ein kroatisches Volkslied. Ein wunderschönes Lied, das Marika-Lied. Und auf Deutsch übersetzt geht es darum, dass die Freundinnen von der Marika an sie hinsingen: Ach, unsere Liebste, warum willst du ihn nicht? Er hat doch Gold und Silber ohne Zahl. Und die Marika singt zurück: Ach, meine Lieben, was soll ich denn mit Gold, was soll ich denn mit Silber, wenn ich ihn nicht liebe? Lieber Gott, schick mir einen Armen, den ich liebe. Ist das nicht schön? Das hätten wir im Original nehmen sollen. Da würde die ganze Welt über uns sagen, die Deutschen sind ein empfindsames Volk, so romantisch. Oh. Und das ist nicht einmal das Ende der Geschichte. Wir können heute froh sein, dass unsere Nationalhymne ein kroatisches Volkslied ist. Ein Liebeslied, ein wunderbares. Es hätte ganz anders kommen können. Nach 1945 hatten wir nämlich alles, was eine Demokratie braucht. Sehr schnell ein Parlament in Bonn, Parteien, ein Grundgesetz, einen Bundesadler. Wissen Sie, was wir nicht gehabt haben? Eine Hymne. Unsere Politiker im Westen haben sich überhaupt nicht auf eine Hymne einigen können. In diesem Moment wird Konrad Adenauer nach Chicago eingeladen vom Präsidenten. Und es ist heute noch so, der Präsident, wenn er einen Staatsgast hat, wird die amerikanische Hymne gespielt. Aber auch die Hymne des Staatsgastes. Jetzt haben wir keine gehabt. Wissen Sie, was damals, als der amerikanische Präsident Mr. Truman Konrad Adenauer empfing zum ersten Staatsbesuch eines demokratisch gewählten Bundeskanzlers? Als die Musik einsetzte, wurde die Nationalhymne Deutschlands gespielt. Und das war Heide Witzka, Herr Kapitän. Ein Kölner Karnevalslied. Dass er Konrad Adenauer als Kölner natürlich gut gekannt. Und jetzt hat der mitgesummt. Jetzt hat man das im Radio gehört und alle haben gesagt, ja, ja, das ist schon die Nationalhymne. Ein wichtiger Moment in der deutschen Geschichte ist das. Stellen Sie sich vor, Konrad Adenauer denkt in diesem Augenblick, wo er das hört, ach, meine Kollegen in Bonn, die werden sich nicht auf eine Hymne einigen können, aber das ist lebensfroh, das kennt jeder, das nehmen wir. Dann würde heute noch die deutsche Fußballnationalmannschaft vor jedem Länderspiel auf dem Rasen stehen, im vollen Stadion, und die Musik setzt ein, die deutsche Nationalhymne erklingt, und Manuel Neuer und seine Mannen würden singen: Heide Witzka, Herr Kapitän, wenn wir mal Wörtchen, da wäre eine Stimmung. Nur. Das war der Grund, warum es nicht genommen worden ist. Die CDU in Bonn hat gesagt: Wenn wir das haben, dann sagt die ganze Welt über uns, die Deutschen sind ein lustiges Volk. Und beleidigen lassen wir uns nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Herr Bölk, Sie wissen, ich gebe es wirklich sehr, sehr ungern zu. Aber vielleicht haben Sie sogar recht. Sehen Sie? Ich soll diesen Kleidersack hier ins Kanzleramt bringen. Ja. Sie haben den noch schon nicht vorher aufgemacht? Na, was denken Sie denn? Wollen Sie wissen, was drin ist? Ja. Jetzt passen Sie mal auf. Hier, eine Kampfuniform. Und was steht da? Markus Söder. Das kann doch alles überhaupt gar nicht sein. Ja, wir können doch nicht zulassen, dass unsere Demokratie so mir nichts, dir nichts im Orkus verschwindet. Herr Frohwin, Demokratie heißt Volksherrschaft. Und das heißt, das Volk hat sich gefälligst zu beherrschen. Aber ich nicht. Wenn wir uns beherrschen, werden wir beherrscht. Am Ende noch von so einem Psychopathen, von so einem Narzissten wie Donald Trump. Ein Mann, der schneller Terroranschläge erfinden kann, als er auf sein eigenes Spiegelbild masturbiert. Bitte? Ja. Donald Trump. Das ist der Lucky Luke unter den Präsidenten. Ein Mann, der dümmer ist als sein Schatten. Ja. Warten Sie erst mal ab. Warten Sie erst mal ab, was aus Trump wird. Der ist jetzt ein bisschen unruhig, wie ein Hund.
ist auch erstmal aufgeregt und markiert sein neues Revier. Wissen Sie, und ja gut, zu Anfang müssen Sie ihm noch hinterherlaufen und die Scheiße wegräumen, aber irgendwann ist er stubenrein. Sehen Sie den Trump einfach als gut gekämpften Pitbull-Terrier. Und jeder eine missratene Promenadenmischung, die jedem ans Bein pinkelt. Ja, gucken Sie mal, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ja, der fällt auch über jede Muschi her, natürlich, ja. Also, der beste Freund des Menschen, na, ich finde wirklich, der hat Tollwut. Der beschimpft CNN und die New York Times als Feinde Amerikas. Entschuldigung, das ist doch keine Kampfansage, das ist eher eine verzweifelte Durchhalteparole. Das klingt für mich wie nach Führerbunker 45. Nur, die Nazis haben so aufgehört. Der Trump fängt so an. Mein Gott, wer hätte das gedacht, dass Mickey Pence und Donald Trump mal Amerika regieren? Mickey und Donald, das hätte nicht mal Walt Disney gehört. Also, nein, das hätte der nicht gewollt, Walt Disney. Und bitte, Herr Böck. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Angela Merkel macht das genauso. Was? Ja, die sitzt da auf ihrem Thron, beleidigt Spiegel und FAZ, greift Männern zwischen die Beine. Ja, und hält sich für die Grö-Katz. Ja, die größte Kanzlerin aller Zeiten, aber das ist sie doch. Ja, wissen Sie was, aber ich mach das nicht mit. Nicht mit mir. Wo wollen Sie denn hin? Ich gehe jetzt in den Spreewald und schließe mich den sorbischen Rebellen an. Venceremos! Ja, das ist ja schön. Hoffentlich verstärkt er sich nicht. Kennen Sie den Unterschied zwischen den politischen Erfolgen von Angela Merkel und der Steueridentifikationsnummer? Gibt's keinen. Beide sind zu lang und man kann sich keine Sau merken, was da drin vorkommt. Deshalb soll ja die Steueridentifikationsnummer zukünftig dem Bürger direkt auf dem Unterarm tätowiert werden. Oh, das war natürlich ein Spaß. Das ist der Oberarm. Und wollte man die politischen Erfolge von Angela Merkel den Bürger eintätowieren, dann gäbe das ein Ganzkörper-Tattoo, wobei nicht mal die Körperoberfläche eines ausgewachsenen Elefanten ausreichen würde. Geschweige denn von Sigmar Gabriel, nicht? Ihr größter politischer Erfolg war ja als Umweltministerin. Ja, da hat sie sich wagemutig vor einen schmelzenden Gletscher gestellt. Da hat der Gletscher es gesehen, dass er vor Schreck wieder erstarrt zu Eis. Da hat sie den Gletscher gerettet. Neulich hat sie gesagt, ich kann nur Schritt für Schritt denken. Also Angela Merkel redet, wie die modernen Künstler malen. Sie wissen, was moderne Kunst ist, nicht? Man bespritzt eine Leinwand mit Farbe, nimmt einen Lappen, wischt das Ganze breit und stellt dann den Lappen aus. Der größte innenpolitische Erfolg, sie hat die neue soziale Marktwirtschaft eingeführt. Ergebnis, eine Finanzkrise stärker als 1929. Ja. Sie hat es sehenden Auges zugelassen, dass neoliberale Arschlöcher dieses Land an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Entschuldigen Sie das fäkale Wort neoliberal. Ah, ja, haben alle gesagt, sie hat die Spareinlagen der kleinen Leute gesichert. Natürlich, aber um heute dieselben kleinen Leute durch ihre Nullzins- und Sparpolitik einfach wieder jedes Jahr um 2% Inflationsrate zu enteignen. Gut, sie hat auch eine humane Leistung verpasst, unsere Mutter Teresa aus der Uckermark. Nicht, sie hat den Flüchtlingen die Tür nach Deutschland aufgeschlossen. Heute wissen wir, es ist eine Drehtür. Und sie bezahlt diesen Möchtet-Gern-Sultan aus der Türkei Milliarden, damit der ihr hier den Türsteher macht. Du kommst nicht mehr rein, Alter, guckst du. Die größte außenpolitische Erfolgslage hat sie ja gesagt. Ja, haben viele gesagt, sie hat die EU stabilisiert. Ja, was ist die EU heute? Das ist eine Ansammlung von mehr oder weniger alten Männern plus einer Frau. Und sie hat übers ganze Land eine Russenphobie verbreitet, dass die Leute schon alle Angst haben, Hilfe. Früher hat man gesagt, der Russe steht vor der Tür, heute gehört ihm die Tür auch noch. Und dann sagen sie, so, hallo, hallo, diese Erdgasleitung unter der Ostsee von Russland nach Deutschland, das ist gar keine Erdgasleitung, das ist ein Tunnel, da dringt der Russe zu uns ein. Das ist auch ein Ergebnis ihrer bedingungslosen USA-Hörigkeit. Ich hatte immer gesagt, das sind unsere amerikanischen Freunde. Frau Merkel weiß, jetzt hat sie den Schuss zu spät gehört. Ich habe immer gerufen, Merkel, hör sie die Signale. Hör die Signale. Staaten.
Das weiß jedes junge Kind. Staaten haben keine Freunde. Staaten haben Komplizen und die geben sich gegenseitig ein Alibi. Wenn jemand behauptet hätte, in dem letzten Vier-Augen-Gespräch von Obama mit Putin, hätte Obama Putin auf den Kopf geklopft. Da hätte die Merkel sich hingestellt, dass das stimmt gar nicht. Putin hatte vorher schon krumme Beine. Nicht? Und jetzt macht es eben eine außenpolitische Metamorphose durch. Von Obamas Pummelputte zu Donalds Trumpe. So weit ist es schon gekommen. Nicht, dass Sie da, nein, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich, in diesen aufgeregten Zeiten bin ich froh, dass wir eine unaufgeregte Kanzlerin haben. Und ich als Ossi, also als Neufünfländer, als Bundesbürger mit ostdeutschem Migrationshintergrund, ich bin stolz, dass wir diese mecklenburgische Vorpommeranze haben als Regierungschef. Da muss ich sagen, nach Erich Honecker und Egon Krenz ist sie der dritte FDJ-Sekretär, der in Deutschland Regierungschef geworden ist. So, das bist du. Und wenn jetzt... Und wenn sie jetzt noch Inka Bause zum Landwirtschaftsminister machen würde und Kai Pflaume zum Frauenbeauftragten, nein, das sage ich jetzt nicht, dann hätten wir Ostdeutschen nachträglich doch noch den Kalten Krieg gewonnen. Und wissen Sie, was verwunderlich ist? Es gibt Menschen, die kennen in diesem Land Angela Merkel noch gar nicht. Hat man neulich eine Umfrage gemacht, hat man gefragt, haben Sie schon mal was von Angela Merkel gelesen? Hat ein Jugendlicher gesagt, nein, ich warte, bis der Film rauskommt. Jetzt ist alles zu spät. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn? Ich mache es nicht. Das machst du nicht. Ich gehe. Habe ich entschieden? Was ist denn? Sagen Sie es doch. Ich gehe nicht in den Spreewald. Nicht? Nein, es muss andere Optionen geben. Und jetzt bitte, jetzt kommen Sie mir aber nicht hier mit Ihrer angeborenen Passivität. Ja, innere Emigration. Ja, sprechen Sie es ruhig aus. Ja, innere Sie Emigration. Sie haben meine Zähne drin, das ist alles. Innere Emigration, das fällt für mich aus. Ach, würden Sie sich selber nicht als Flüchtling bei sich selbst aufnehmen? Nein, ich habe mich entschieden. Ich werde sabotieren, ich werde Flugblätter verteilen. Zur Not werde ich zum Märtyrer und werfe mich hinter einen fahrenden Zug. Das ist ja mutig. Warte. Ah, hier wieder eine ungelesene Mail an Angela Merkel. Ungelesen? Ja. NSA ist aber auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, ja. Was steht denn drin? Ja, Altmaier fragt, was mit den Raketen wird und von der Leyen plant irgendwas mit Einmärschen. Das gibt's doch überhaupt, das kann doch gar nicht sein. Die verwandeln doch hier nicht ihr Kanzleramt in ein zweites Pyongyang. Doch, ich glaub's langsam auch. Kim Il-Kauder! Kim Il-Kauder will die Antrittsrede halten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, doch. Palim, palim. Angenehm, Wölf. Hallo. Schön. Hallo. Chin Meyer, Finanzexperte und Lobbyismusversteher. Ja. Sensationell. Ja, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Autokraten, das wird überbewertet. Das ist ein Angstgespenst. Autokraten sind eigentlich super. Sie sind toll. Ja, ja, die sind viel leichter zu handeln, so aus Lobbyismus-Sicht, als andere Krater, Demokraten. Sie wissen schon, die Weicheier. Aha. Und weshalb jetzt genau? Wegen des kurzen Drahtes, den man als Lobbyist zur Politik hat. Ah, und in der Diktatur ist der kurze Draht schon eher eine Lüsterklemme. Ne? Und ich kenne eine Lüsterklemme, so eine sogar. Ah, ja, tatsächlich? Nee, persönlich. Die ist jetzt bei der Deutschen Bahn und heißt Ronald Pumala. Sagen Sie mal überhaupt, sehr schickes Outfit, das muss ich sagen. Wie heißt das, was Sie da tragen? Das ist leider jetzt vorgeschlagen worden von Abgeordnetenwatch als Uniform für die Lobbyisten, damit man im Bundestag gleich erkennt, wer was will. Ah, das ist sehr, sehr kleidsam. Lass ich mir auch ausmachen, ja, aus Münzen am besten. Lobby, meine Damen und Herren, Lobby ist Kunst. Ja, was zum Beispiel eine Firma, die einige schon länger dem organisierten Verbrechen zuordnen, die Deutsche Bank. Nein, ich finde das nicht. Ich finde, die Deutsche Bank ist eine große paneuropäisch integrative Kraft, ja, die das Logo des Nordens, also Deutschlands, mit einer sizilianischen Attitüde kombiniert. Nee, das ist schön, weil die Deutsche Bank, gut, die ist in letzter Zeit ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Ja, sie hat eigentlich an so ziemlich fast jeder illegalen oder halblegalen Sache, die Banken in den letzten 20 Jahren gemacht haben, immer mitgemacht, und zwar in vorderster Reihe. Das ist jetzt unangenehm aufgefallen, unter anderem sogar den Amerikanern. Das amerikanische Justizministerium wollte im letzten Herbst 14 Milliarden Euro von der Deutschen Bank haben für ihre Teilnahme an... Ja, der
Immobilienblase, Verarmung von Amerikanern und so. 14 Milliarden, das war eigentlich fast so viel, wie die Deutsche Bank damals wert war, an Börsenwert. Das war eine Menge Geld. Also um das mal klar zu machen, nehmen wir mal Sie hier vorne. Wie heißen Sie mit Vornamen? Tobias. Tobias, was machen Sie beruflich, Tobias? Pförtner. Gut, das ist ein schöner Beruf. Aber finanziell ist da noch Luft nach oben, würde ich mal sagen, ja? Und Tobias, nehmen wir an, Sie schulen um. Sie werden Bankräuber. Ne? Als Pförtner wissen Sie auch, wie Sie reinkommen. Und nehmen wir an, Sie sind ein guter Bankräuber und Sie erbeuten pro Bankraub 50.000 Euro. Tobias, ist das das, was Sie als Pförtner im Augenblick verdienen? Knapp runter, ne? So, und nehmen wir mal an, also wie lange müssten Sie Banken ausrauben, Tobias, um auf die 12,5 Milliarden Euro zu kommen, die die 14 Milliarden Dollar sind? Was glauben Sie? Ich sag's Ihnen, wenn Sie heute anfangen würden, Banken auszurauben und wirklich diszipliniert jeden verdammten Tag eine Bank ausrauben und keine Pause machen wegen Urlaub oder Feiertag oder einer Allergie auf die ewigen Nylonstrümpfe überm Gesicht, dann hätten Sie das Geld im Jahr 2702 beisammen. Ne, man könnte auch sagen, das ist ein Konzept von Lebensarbeitszeitverlängerung, bei dem Wolfgang Schäuble feuchte Augen kriegen würde. Ja, also Tobias, führ uns in die Rente mit 680 Jahren rein. Ja, also das ist eine Menge. So, und das hat die Deutsche Bank auch gesagt. Die hat gesagt, das ist eine Menge, Geld. Und da ist ihr ein Mann eingefallen, der so dubios ist und schon so viele Immobilienpleiten hingelegt hat, dass keine Bank ihm wirklich noch viel mehr Geld geben wollte. Und der Mann heißt in diesem Fall nicht Jürgen Schneider, der heißt Donald Trump. Ja, die Deutsche Bank hat Donald Trump im Laufe der Jahre 2,5 Milliarden Euro geliehen. Das wären in Ihrem Fall nur 134 Jahre Bankraub, Tobias. Das reißen Sie auf der Linken, das ist Kurzarbeit. Ja, das geht in 0, nix ab. So, und dann war es tat so... Jetzt der amerikanische Präsident, das muss man sich ja vorstellen, der amerikanische Präsident steht immer noch bei der Deutschen Bank in der Kreide mit 350 Millionen Euro. Das ist das Schöne, man muss gar keine Politiker mehr kaufen. Leasing reicht. Ja. Aber 350 Millionen sind ja auch eine Investition. Die will man auch sicherstellen, dass man sie wieder rauskriegt. Und deshalb hat die Deutsche Bank auch den Wahlkampf von Donald Trump unterstützt. Gut, da war sie nicht alleine. Das haben andere deutsche Firmen auch gemacht. Bayer, Allianz, Siemens, BASF. Aber die haben wenigstens auch Hillary Clinton mit einem Teil der Kohle unterstützt. Die Deutsche Bank hat fast 90% ihrer gespendeten Gelder auf Donald Trump gesetzt. Und das hat ja auch was Schönes, dass eine deutsche Firma sich mal für die Integration von geistig Behinderten einsetzt, ne? Ja. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, die Strafzahlung sank mirakulöserweise von 14 Milliarden Dollar auf nur 7 Milliarden Dollar. 50% gespart. Nun hat das eine mit dem anderen nichts zu tun und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Andererseits bin ich ein Schelm. Ja, 50% gespart, 7 Milliarden, das sind auf das eingesetzte Kapital von 350 Millionen, das sind 2000%. Ne? Oder Tobias, 383 Jahre Bankraub. Ja, also wenn Sie mitten im 30-jährigen Krieg angefangen hätten, Banken auszurauben, dann wäre das Geld nächstes Jahr beisammen, Tobias. Ne? Die Deutsche Bank ist da schneller. Deshalb hat sie letztes Jahr auch den Slogan Leistung aus Leidenschaft über Bord geworfen, weil sie gemerkt haben, nee, man muss gar nichts mehr leisten, um Leiden zu schaffen. Es reicht eine gute Lobby. Dankeschön. Jetzt mal ehrlich, was ist denn, wenn das? Na, wirklich angenommen. Angenommen, es würde tatsächlich mit ihrer Autokratie stimmen, ja, dass die kommt, dann würden ja die Geheimdienste Burnout kriegen. Spielen wir jetzt mal durch. Weil ich und Geheimdienst? Ja, ein bisschen Fantasie müssen Sie schon aufbringen. Ach, gut, meinetwegen. Psst. Psst. Was ist grün und fliegt durch den Spreewald? In Rudelgurken. Wer denkt sich bloß immer diese schwachsinnigen Lösungsworte aus? Naja, das ist nun mal so. Das sind die Spielregeln der Konspiration. Ja. Misstrauen erhöht die Lebenserwartung. Ja. Ich bin Hopfdohle. Angenehm, Krähenfüßchen. Ja.
Sagen Sie mal, waren Sie nicht mal bei der Konkurrenz? Ja, bis 1989. Aha. Übernommen? Übergeben. Ja. An BND. Ja, warum nicht Verfassungsschutz? Zu viele ehemalige Kollegen. Ja. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sächsisch ist bei uns schon die zweite Amtssprache. Sprechen Sie bei Ihnen auch Konspiration mit harten G? Nur klar. Hören Sie mal, ich habe einen Auftrag für Sie. Ja? Wir sollen Listen zusammenstellen für Verhaftungen nach der Intronisierung der Autokratin. Ja. Zunächst ranghohe Mitglieder der sorbischen Heimatverbände. Ja. Hier, ich habe den Namen zusammengestellt. Ja. Sind nicht so viele. Nee. Die Sorben sind aber auch eine kleine Minderheit. Ja. Nicht? Was mit Stanislav Tillich? Nee, der muss bleiben, als Alibi. So genannter Jubelsorbe. Also, das Schöne ist ja, es geht ja nicht um die Sorben. Nein, es geht doch eher um diese Vorfeldorganisation, ja. Die Linke. Ja, da hab ich die Akten mit. Ach, ja. Mensch, das ist ein super Trick. So kann man auch im Westen Sorbenfreunde ausfindig machen. Hier, gucken Sie sich das an. Ja, Rixinger, Lafontaine, Hannelore Kraft. Hannelore Kraft. Ja, ja, klar. Die hat sich ein Jahr lang von linken Terroristen tolerieren lassen. Mm. Ich sage Ihnen, den Erdogan die Türkei zur Blaupause für Deutschland zu machen, das ist genial. Mm. Aber sagen Sie mal, wer war denn noch mal unser Ersatzgülen? Na hier, der Friedrich, warte, ich komme gleich drauf. Dezember, Januar, Februar, März. Ja, Friedrich so. Merz. Wofür steht der denn? Ja, er soll die konservativen Kritiker abdecken, die von Merkel, wissen Sie. Aha. So, müssen Sie doch machen, der hat doch mal gefordert, dass die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt. Aha, dann können wir ja alle verhaften, die mal einen Bierdeckel in der Hand haben. Alle nicht, aber jeden. sagen Sie mal, sind Verhöre erlaubt? Ja, aber selbstverständlich. Ich habe gehört, Sie sind gut da drin. Ja, ich kann mich rühmen. Ich habe schon mal eine ägyptische Mumie das Alter rausbekommen. Ach was? Wie das denn? Sie hat es uns gesagt. Und Sie? Ihnen geht auch ein guter Ruf raus. Sie haben doch mal die Bildung einer verfassungsfeindlichen Organisation aufgedeckt. Die Fischerchöre. Ja. Die haben sich lange beim Verhör gewehrt, aber schließlich haben sie doch gesungen. Aber jetzt mal zurück zu den Sorben. Ja, wir werden weiter marschieren, bis alles in Sorbien fällt. Ich freue mich ja schon auf den Schauprozess gegen Jan Böhmermann. Ja, sagen Sie mal, wann wird denn das aufhören mit den Verhören? Ja, ich sage Ihnen was, das hört nie auf mit den Verhören. Und wissen Sie was, Herr Bölk, das ist auch genau der Grund, warum ich bei diesem Merkel-Putsch nicht mitmachen werde. Ja? Ich bin doch nicht wahnsinnig, hören Sie mal. Warum lieber werde Sie ich eine Ein-Mann-Terrorarmee. Ja, ja, Kommando Hupfdohle, dann. Ja. Müssen ja doch noch in Spreewald starten. Ach, was in Spreewald? Ja? Wir sind ja nicht in Südamerika. Ich bilde hier eine Stadtguerilla. Ja. Na klar, Berlin ist Dschungel genug. Ja, ich habe eine bessere Idee. Ich gehe jetzt zur SPD petzen. SPD? Also hören Sie mal, das können Sie vergessen. Die SPD wird nicht widerstehen. Nee, die SPD wird sich widersetzen und einen Antrag stellen, dass die Putschisten bitte die Straßenverkehrsordnung einhalten und bei ihren Aufmärschen nicht verkehrt rum in die Einbahnstraße reinmarschieren. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Oh, 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 oh. Den Moment muss ich mir merken, Herr Frohwien ist Revoluzer. Ich gehe trotzdem zur SPD, die erfinden sich da gerade neu, frei nach Renate Künast. Die SPD ist ein implodierter Fernseher. Die Hülle ist noch da, aber es gibt kein Bild mehr. Die SPD, es ist doch irre, ja? Im Moment, also man sagt, durch Martin Schulz ist die SPD wieder im Kommen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Nee, ich hatte die SPD auch wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe in den letzten Monaten immer gedacht, wenn ich die SPD gesehen habe, also ist das noch Wahlkampf oder ist das schon Todeskampf? Ja, ich habe die einfach nicht mehr ernst genommen. Und plötzlich wird Martin Schulz Kanzlerkandidat, betritt im Willy-Brandt-Haus das Podest und alle Genossen jubeln, als hätten sie schon die 99%-Marke gerissen. Von Ärzten hört man ja immer wieder, dass kurz vorm Tod noch mal wahnsinnig viele Endorphine ausgeschüttet werden. Also, gut, ich habe jetzt noch nie einen Sterbenden dermaßen jubeln sehen, aber im Grunde können es nur die Endorphine sein. Den ersten Menschen, den ich wirklich habe bewusst sterben sehen, das war mein Opa. 91, zwei Bypässe, dann drei Herzinfarkte, Darmdurchbruch, Notoperation, also wirklich das volle Programm.
Und dann habe ich Stunden vor seinem Tod am Krankenbett gesessen, im Krankenhaus. Und da hat er sich noch mal aufgerichtet und hat mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, er wird mir beim Umzug tragen helfen. Ja, das waren die Endorphine. Und an genau den Moment mit meinem Opa muss ich immer denken, wenn jetzt der Martin Schulz sagt, er will in Deutschland die soziale Gerechtigkeit wiederherstellen. Das können nur die Endorphine sein. Ja. Die Umfrage wird. Die Umfragewerte explodieren. Deutschland ist im SPD-Fieber, kippt Angela Merkel, Martin Schulz, die Lichtgestalt. Ich glaub das nicht. Ich glaub, die SPD, die bäumt sich jetzt noch einmal richtig auf und dann war's das. Ja, wirklich, also es könnte wirklich sein, in den Martin Schulz werden so viele Hoffnungen gesetzt. Wenn der das versaut, davon erholt sich doch die SPD nicht wieder. Nein, es könnte wirklich sein, Martin Schulz ist nicht die Lichtgestalt, der ist die Schlusslichtgestalt. Und übrigens, obwohl man das jetzt immer hört, postfaktisches Zeitalter und dass das Postfaktische so neu ist. Wissen Sie, wer wirklich die erste postfaktische Wählerin war? Meine Oma. Ja, die hat schon vor 8 Jahren gesagt, den Steinbrück, den wähle ich nicht. Und als ich gefragt habe, ja, warum denn nicht? Da hat die geantwortet, der guckt so komisch. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich glaube, den Martin Schulz würde die wählen. Ja, die wüsste nicht, wer das ist, wo der herkommt, was der denkt, was der jemals gedacht hat, aber... Och, der lacht immer so fröhlich. Im Grunde ist es ganz einfach. Der Martin Schulz, der müsste einfach sich hinstellen und offen zugeben, liebe Leute, ihr wisst, ich bin seit 1999 im SPD-Vorstand, klar habe ich die Agenda 2010 mitgestaltet und ich sage heute ganz ehrlich, da reichen kleine Korrekturen längst nicht aus, da war vieles von ein Riesenfehler. Das Ausbeuten der Mittelschicht war ein Fehler. Wir haben die soziale Spaltung in Deutschland vergrößert, wir haben den Niedriglohnsektor ausgebaut. Durch unsere Politik der Zurückhaltung haben viele Menschen Mutlosigkeit und Verzweiflung erfahren müssen. Wir haben im Grunde auch den Boden gelegt für Gewalt, für Gleichgültigkeit und Hass. Ja, auch wir sind schuld an AfD und Pegida. Dafür entschuldige ich mich jetzt aufrichtig. So. Ehrlich, wenn der Martin Schulz das sagen würde, ich würde die SPD wählen. Aber zu glauben, dass das wirklich einer mal zugibt, egal von welcher Partei, dass eine Partei diese Fehler zugibt, na wirklich, da können sie auch glauben, dass, da können sie drauf hoffen, dass, ach, jetzt fällt mir keine Pointe ein. Doch, da können sie auch drauf hoffen, dass Donald Trump twittert, April, April, ich bin doch nur die neue Figur von Harpe Kerkeling. Herr Frohwing, was ist passiert? Herr Frohwing, die haben mich einfach ausgelacht. Die SPD hat mich einfach ausgelacht. Sie haben gesagt, sie hätten auch von dem bescheuerten Gerücht gehört, dass hier ein Putsch ausbrechen soll. Na, sehen Sie? Ich möchte wissen, von wem die das haben. Ja, das würde mich... Herr Frohwing? Nein, ich nicht, nein. Sie? Nein, ich habe dicht gehalten wie die Schutzhülle von einem Atomkraftwerk. Ja, wie von einem japanischen Atomkraftwerk, ja. Also, war nur der eine Abgeordnete, dem ich es erzählt habe. Sehen Sie, und jetzt, ja, das ist doch schlimm, jetzt ist das Gerücht in der Welt, das gibt ein Gerüchte-Tsunami. Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin der Martin, ne? Ah, Herr Schulz, Frau Merkel will sich intronisieren lassen. Ja, haben Sie von diesem Gerücht gehört? Das, da habt ihr Pappnasen euch aber ganz schön was zusammenfantasiert. Die Angela wird morgen... Moment. Für dich immer noch Frau Bundeskanzlerin. Ja, die Frau Merkel wird morgen gekrönt. Ja, zur Karnevalsprinzessin. Ja, und ich werde ihr Prinz, wie der Prinz Philipp von der englischen Lisbeth. Ja, kann halt lange drauf warten, dass überhaupt mal an die Macht kommt. Also doch kein Putsch. Ach Mensch, geht da kein Putsch. Karneval! Ja, und wir sind die besseren Jecken. Übrigens, Frohwing, cooles Kostüm. Ja. Mein Gott, Herr Bölk, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Morgen ist Rosenmontag. Ja, jetzt fällt es mir auch ein. Und dieses Bataillon, das war die Garde der Funkenmariechen. Na ja, eben. Der Merkelrat ist der Elferrat. Ja, und die Hymne hieß ui. Mein Gott, und ich in diesem bescheuerten Kostüm. Sie können doch mit. Der ist doch ich mit auch noch in diesem bescheuerten Kostüm, wieso mein Gott. Wieso denn nicht? Das kann ich doch nicht dafür, dass Ach, Sie das natürlich. Anziehen. Sie sind immer so leichtgläubig, Herr Bölk. Jetzt bin ich wieder schuld. Dann gibt's also morgen im Kanzleramt keine neue Ära. Doch, den Karnevalismus. Zwischen Fasching und Faschismus
liegen Welten, aber manchmal eben nur 6 Buchstaben. Mhm. Ja, vor allem dann, wenn man von Narren regiert wird. Ja. Dann haben wir nur noch Karneval, aber diesmal ohne Spaß. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Pforte D. Unsere Gäste waren heute als Hymnenexperte Christian Springer, als Finanzexperte Jim Meyer. Den letzten Treffen Kanzleramt sehen Sie am 11. Juni um 22 Uhr hier im MDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dran, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.